Dauerregen in Duisburg, trotzdem perfekte Platzverhältnisse. Der Rasen in Topform nach den Auftritten der Nationalelf. Der SV Waldhof Mannheim in den gelben Auswärtstrikots mit Boyamba in der Startformation. Duisburg sehr heimstark, zuletzt 4 Siege in Serie in der Arena in Duisburg. Freistoß für die Gastgeber nach diesem Foul von Segert an Buadus. Stoppelkampf führt aus, aber deutlich zu hoch angesetzt. Waldhof Mannheim versteckt sich hier nicht. Lebendige Anfangsphase mit Kostli, Garcia. Immer noch Garcia, der serviert für Boyamba. Cepanik gerade noch dazwischen, aber Eckball Mannheim. Und Verlat mit der Chance. Waldhof Mannheim hellwach. Patrick Löckner, so stellt der Trainer sich das vor bei einem Auswärtsspiel. Dann aber die Duisburger. Ball kommt rüber zu Stoppelkamp. Marx sehr zurückhaltend. Stoppelkamp, Königsmann und an der Pfosten. Riesenchance für Duisburg. Königsmann glänzend. Und wäre der Ball nach dem Schuss von Stoppelkamp reingegangen, es wäre ein Eigentor von Segert gewesen. 10 Minuten gespielt, richtig viel los hier in Duisburg. Segert, Verlat auf Boyamba, Ball läuft gut, Ferrati auf Martinovic und der hat Platz und trifft! Für den SV Waldhof Mannheim. 1-0 für die Gäste. Martinovic, die Erlösung nach langer, langer Durststrecke. Nach 8 torlosen Spielen trifft der Stürmer endlich mal wieder. Die Führung in der 21. Minute. Martinovic bleibt ganz cool gegen Leo Weinkauf im Duisburger Tor. Nur 3 Minuten später der MSV. Frei auf Cepanik und der direkt auf Stoppelkamp. Der hat die Möglichkeit. In lässiger Manier der Routinier. 1-1. Der 34-jährige Stoppelkamp mit seinem 9. Saisontreffer lässt Königsmann keine Chance. Technisch prima gemacht. Der SV Waldhof Mannheim aber weiter gut im Spiel mit Verlat, Boyamba, Martinovic, raus auf Marx. Ball läuft auch hier super. Garcia, Sie hören den Pfiff des Schiedsrichters, der unterbricht diesen perfekt vorgetragenen Angriff. Der Assistent sieht hier eine Abseitsposition, liegt aber komplett daneben. Erstens kommt der Ball von einem Duisburger und auch sonst Marx nicht im Abseits. Patrick Löckners Mannschaft mit richtig gutem Auftritt bis dahin. Knappe halbe Stunde vorbei. Es geht hier hin und her. Jetzt wieder mal Duisburg mit dem auffälligen Stoppelkamp. Engin setzt sich gegen Seger durch. Und in der Mitte ist Krempicki da. Gute Möglichkeit, Duisburg. Prima Drittligaspiel von zwei Mannschaften, die sich im Mittelfeld der Liga befinden. Nochmal Duisburg, die zum Ende der ersten Hälfte ein wenig mehr Ballbesitz haben. Diese Möglichkeit für den MSV, Kostli direkt vor die Füße von Frey. Da hat nicht viel gefehlt. Duisburg jetzt mit leichten Vorteilen richtig druckvoll in der Schlussphase des ersten Durchgangs. 1-1 Halbzeit. Der SV Waldhof mit guter Leistung. Boyamba zwar noch ohne Torerfolg, aber sehr agil. Der zweite Durchgang. Marx. Ferrati zieht an. Martinovic traut sich was zu. Und Foul vom Innenverteidiger Gembalis an Martinovic.
mit dem Ellbogen im Gesicht von Martinovic. Klare Sache, Freistoß, Waldhof, Mannheim. 52. Minute, Ferrati und Marx stehen bereit. Und Marx macht schließlich, aber ungefährlich. Marx, der rechte Außenverteidiger mit vielen guten Offensivaktionen. Duisburg in der zweiten Halbzeit überraschend passiv. Mannheim mit deutlich mehr Ballbesitz, ohne allerdings zu Großchancen zu kommen. Boyamba ist das hier. Gute Stunde vorbei. Eckball Duisburg. Kurz ausgeführt. Und da ist Dominik Schmidt mit dem Kopfball. Königsmann passt auf. Wichtige Parade von Königsmann. Schmidt hat vor 11 Jahren zweimal Champions League gespielt gegen Tottenham und gegen Inter Mailand in Diensten von Werder Bremen. Schmidt mittlerweile 33 Jahre alt. In der 72. Minute der erste Wechsel beim SV Waldhof. Boyamba geht und Jastrzemski kommt ins Spiel. Spiel im zweiten Durchgang mit deutlich weniger Tempo. Mannheim zwar mit mehr Ballbesitz, aber oft die ganze Sache zu kompliziert angelegt. Duisburg defensiv hervorragend organisiert. Von der rechten Seite geht's wieder mit vielen Passstaffetten rüber auf links. Kostli zieht nach innen, probiert's mal. Aber klare Chancen in der zweiten Halbzeit, Mangelware. Kostli mit guter Partie auf der linken Abwehrseite. Duisburg nur ganz selten mit Offensivakzenten. Technisch prima gemacht, aber Duisburg weitgehend harmlos in dieser zweiten Halbzeit. Ball kommt rüber zu Garcia, der ein bisschen lässig, Stoppelkamp, kommt nochmal an den Ball und kommt zu dieser Schusschance, aber kein Problem für Königsmann. Stoppelkamp, der Kapitän der Duisburger, auffälligster MSV-Spieler. Wir sind in der 88. Minute. Ferrati, Martinovic gegen Schmidt. Ball ist vorbei. Dann der Pfiff und es gibt Elfmeter. Schuss von Martinovic, klar vorbei. Und es gibt nicht nur Elfmeter, sondern auch Gelb-Rot für Schmidt. Der kann es nicht fassen. Die Wiederholung. Schmidt fault Martinovic ganz klar nach dem Schuss. Aber es ist ein Foul und deswegen die Entscheidung Elfmeter richtig. Die große Chance für den SV Waldhof Mannheim. Garcia gegen Weinkauf. Letzte Minute läuft. Weinkauf hat ihn. Nachschuss Martinovic. Weinkauf. Teufelskerl. Mannheim belohnt sich hier nicht nach guter Leistung in Duisburg. Es bleibt beim 1:1. Garcia lässt die große Chance auf einen erneuten Dreier für den SV Waldhof liegen. Trost vom Trainer für Garcia. Ja, jetzt gerade ist es natürlich noch die Enttäuschung, weil du warst so kurz davor gewesen, dass die Jungs sich belohnen können. Wir wissen, wie wichtig die Punkte sind und haben es dann leider nicht geschafft in der 89. Minute. Aber wenn man das ganze Spiel nimmt, dann denke ich, geht das Ergebnis in Ordnung. Natürlich durch den Elfer ist dann die Stimmung natürlich ein bisschen mehr im Keller. Klar, wenn du in der letzten Minute einen Elfmeter hast mit einem Nachschuss, was man auch nicht vergessen darf, dann musst du 3 Punkte mitnehmen. Aber ja, so ist leider der Fußball, da können wir nichts machen. Wir nehmen 1 Punkt mit und schauen jetzt langsam auf Lübeck. Das ist das nächste Spiel für Mannheim am Sonntag, den 18. April gegen die abstiegsbedrohte Mannschaft vom VfB Lübeck. Dann sollte nochmals ein Sieg her für den SV Waldhof, um mit den hinteren Rängen nicht mehr in Kontakt zu kommen.